Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Garry's Mod. In der letzten Folge haben wir unser kleines Flugzeug gebaut, was noch gar nicht ganz fertig ist. Ich habe es jetzt aufgrund eines Absturzes von der letzten Aufnahme nochmal schnell neu aufgebaut und zwei Änderungen gemacht oder drei. Ganz kleine, hier einmal die Flügel richtig angepasst. So, und hier nochmal hier unten die Reifen geändert. Ja, zwei Stück. Sonst habe ich nichts Besonderes geändert. Also wirklich nur eine Feinarbeit gewesen jetzt. Und ja, der erste Test war ganz positiv, weil das Teil kann, wenn man jetzt genau sieht, fängt an zu rollen, die Propeller drehen sich und er wird schneller. Wobei es geht, es holt mich immer ein bisschen mehr ein. Ja. Aber das Flugzeug kann man mit seinem Kopf stoppen. So. Und schieben. Das heißt natürlich auch, es ist leicht und das ist vorteilhaft natürlich beim Flugzeug. Ich habe jetzt auch endlich die Glasscheibe vorne dran bekommen. Naja. Was kommt als nächstes dran? Ja, wir brauchen eigentlich noch hinten ein Teil, was zugemacht werden kann. Okay. Dann würde ich mal sagen, dann bauen wir uns erstmal einen kleinen Kapitänssitz ein, sozusagen. Ein Jeep-Seat. Warte. So. Nein. Dass er sich immer manchmal noch bückt, das ist ja blöd. Da muss man schön vorsichtig sein. Normalerweise müsste das eigentlich mit einem Collide und da vorne einfach durchziehen. Das könnt ihr auch machen. Moment, kurz hier festmachen und dort festmachen, damit er nicht raus wieder geht. Alles zur Seite schiebt, meine ich. So. Ja, ne? Es sieht ganz interessant schon aus. Zwei Sitze oder ein Sitz? Ich meine, Flugzeuge haben zwei Sitze. Und wir wollen ja auch mal ein bisschen, zumindest ich möchte mal ein bisschen so, dass es gut aussieht. Was mir bis jetzt eigentlich überrascht, weil das sieht wirklich gut aus, das Flugzeug, zumindest für mich. Und wenn ich nicht am Kommentieren bin, dann geht es ja auch allgemein eigentlich wieder schneller mit Objekte bauen. Dann müssen wir eigentlich mal wieder so eine private Bausession machen und dann die besten Objekte nochmal nachbauen. Im Moment spielt Banjo-Tooie Hellfire Peaks Aquatic. Okay. So, wir wählen mal jetzt hier so schön. Einfach miteinander, dann noch hier mit dem Teil und dem Teil. Dann wird Nokolite gemacht auf den und den, damit die sich nicht stoßen. Und dann nochmal mit dem Boden, damit der sich nicht damit stößt. Und mit der Scheibe sollten die ein bisschen zu weit nach vorne gehen. Was ich nicht hoffe. So. Wenn ich zwei drücke, müsst ihr eigentlich noch. Genau. Ja, ist genauso schnell wie vorher. Sieht schon ganz nett aus, finde ich. Gut, und was können wir uns als nächstes bei diesem Flugzeug? Die Hinterklappe. Eigentlich müsste da, ja, wie gesagt, die müsste eigentlich zugemacht werden können. Ja, Die Frage ist mit was? Es gibt ja diese runden Platten, aber ich weiß nicht, wie ich das zumachen sollte, damit die Teile hier. Ich habe mal gesehen, dass einer da wirklich hinbekommen hat, damit so ähnlich wie so eine Schiebetür, aber ich weiß nicht wie. Ja, wenn man das offen lassen, ist ja auch wieder blöd. Wir könnten das kippen lassen. Wir machen hier ein ganz kurzes Seil dran. Warte, das könnten wir ausprobieren. Rope, Länge 0. Also wirklich 0. Mal schauen. Und zack. So, ich dürfe normalerweise die Platte, okay, nach links und rechts müsste die ausschlagen, aber dafür muss ich hier oben dann einfach ein Winch-Seil dran machen. Ja, das könnte klappen, das könnte wirklich klappen. Da wäre ich auch froh drüber, wenn es klappt. Aber ich glaube, das würde dir in die Hose gehen. Und wenn nicht, dann freue ich mich. Wo mein jetzt Winch? Winchester. Nee. Elastic war das auch, ne? Nee, hier ist auch Winch. Increase Speed, Decrease Speed, okay. 8 und 9.
Mal schauen. Ja. Increase mit 8. Ah, der hatte eine F-Length, ne? Das Flugzeug, das soll doch gar nicht. 9. Ja? Noch ein bisschen mehr 9 drücken. Ja. Hängt so ein bisschen dran, aber wenn man sich also von innen anschaut, geht eigentlich. Wenn ich jetzt 8 drücke, fällt es ja runter. Zack. Und mit 9 kann er wieder zumachen. Ja, die Frage, die sich mich jetzt stellt, ich möchte das Seil gerne kürzer haben. Weil das hängt so. Ich möchte das so kurz haben wie das hier unten am besten. Ja, da müssen wir es so hängen lassen, wie so ein Pipe kaputt. Ja, wenn wir 8 drücken, fällt es ja dann eh um. Von daher. Und rein und dann mit 9 kannst du wieder zuziehen. Gut. Aber es gefällt mir einfach nicht. Elastik ist doch Dingens. Ja, machen wir erstmal hier zum Fliegen und so. Wenn ich 2 drücke, muss er immer noch nach vorne kommen können. Genau. Mit 3 war der, glaube ich, rückwärts. Ne, mit 1 war er rückwärts. Gut, gibt es auch nicht auch Flugzeuge, die rückwärts fahren können. Okay, als nächstes Hoverboards. 4 Stück. Ja, da muss man ein bisschen testen, weil die sollen ja nur den langsam nach oben tragen. Air-Resistenz machen wir mal auf. So, und Strength machen wir mal hier ein bisschen höher. Mach mal an 4 Seiten hier. Zack. Zack und zack. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Die ist nämlich gerade schön laut auf meinen Kopfhörer. Aber passt euch ja hoffentlich nachher wieder an, wenn ich es nicht vergesse. 2 war hoch. Hui. Ja, ist schon sehr stark, ne? Eins, zwei, drei, vier. Mach mal wirklich jetzt sehr schwach. 1, 2, 3 und Numero 4. Hä? Ach. Quatsch. Aber mit den Hoverboards ist es einfach nicht ausgereift. So. Ist zwar ein bisschen am Bouncen jetzt hier, aber. Na, der ist. Der hat irgendwas mit seinem Gewicht ständig. Warte mal. Ich mach die jetzt mal ganz unten alle an der Platte dran. So. So. Ja, der wird überkippen. Der wird überkippen. Da müsste ich mehr Hoverboards eigentlich anbringen. Aber wenn ich mehr anbringe, ist das, die haben die eine stärkere Wirkung. Mach mal Z einmal, weil hier irgendwie vorbei ist. So. Der wird wieder überkippen. Da habe ich das schon im Gefühl. Ja. Vorne ist schwerer. Ich muss jetzt nochmal an jeder Seite nochmal anbringen. Kann er nicht mehr überkippen. So. 1, 2, 3, 4. So, mal schauen. Dann machen wir hier. Zack. Und hier, zack. So könnte es klappen. Weil der dann überall gleich hochgezogen wird. Und die Hoverboards ja normalerweise, nicht gegen das Gewicht wirken. Hoffe ich zumindest. 2. Jo.
Naja, was heißt jo, wenn wir langsamer hochgehen, dann ist in Ordnung. Aber wenn wir schnell hochgehen, dann springt er wieder so um. Moment, ich drehe den jetzt mal um. Wenn wir jetzt langsam machen, dann geht's. Hier, wie man sieht. Okay, das Flugzeug scheint im finalen Stadium angekommen zu sein. Und runter. Eigentlich wollte ich das erst so machen, dass das Flugzeug ein bisschen erst rollt und dann erst hochfliegt ein bisschen. Ich meine ja nicht mehr wirklich viel hochfliegen, ne? Dafür braucht man noch kurz ein paar Thruster. Aber nicht so starke. Ich würde sagen, hier so Little Machine mach mal einfach auf. Dropschiff, ja, lass mal Little Machine, oder? Machine mach mal einfach zu Smoke. Dann klingt das nämlich hier schon. Kann man hier sogar dran machen. Das ist natürlich praktisch. Welchen sind wir denn? 9. Sieht eher so aus, als würde gerade das ganze Flugzeug abbrennen. Hätten die so einen richtig schönen Motorschaden. So sah das gerade aus. Egal, die drehen sich ja eh. Wenn ich jetzt 2 drücke, müssten sie sich schön drehen. Auch mit den Thrustern dran. Das ist zwar ein bisschen am Hängen, aber ja. Huch, was ist denn jetzt los? Ey, komm runter. Idiot. Jetzt ist das zu weit unten oder was? Flugzeug macht mich wahnsinnig. Egal, Leute. Dann machen wir jetzt unseren Final Flugtest. Mit 9 geht's los. Oh, mit 2 fliegen wir. Und? Hui. Das sieht irgendwie witzig aus. Okay, jetzt nicht mehr, weil ich gegen eine unsichtbare Wand geflogen bin. Oh, der Rauch hängt aber. Oh. So, ich will nicht runter. So, dann schauen wir uns jetzt nochmal das von hier an. Oh nein, ich muss niesen. Oder muss ich? Muss ich? Ich möchte nicht gerne niesen. Zum Glück kann ich das Mikrofon immer ausmachen, wenn ich niesen muss. So. Also, das sah dann jetzt so aus. Drücken wir mal 9. Und 2. Das sieht doch voll witzig aus. Hui. Und immer schön den Thruster dabei an. Hui. Also, ich muss mal ehrlich sagen, das ist eines meiner besten Objekte, wie ich jetzt bis jetzt gebaut habe. Sieht irgendwie voll witzig aus. Gut, er treibt ja jetzt auch durch die Luft, ne? Er braucht ja nur einmal seine Höhe. Und dann bleibt er konstant. Gut, zum Lenken bräuchte man zwar noch was, aber der fliegt auch ein bisschen selbst, weil der hui. Ja, und somit ist das Flugzeug fertig. Oh, und ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon um. Gut, Leute, hoffe, euch hat es heute gefallen mit Let's Play Garry's Mod. Hoffe, euch hat gefallen, wie ich das Flugzeug zusammengebaut habe. Und hoffe, es war nicht zu langweilig. Wir nennen das Flugzeug Wackelkontakt. Ja, ist ein schöner Name. Und immer ein bisschen mitlaufen, dann kann ich auch hier mitgehen. Ui. Oh, doch nicht. So, Hinterladekappe, ne, wie ist das? Keine Ahnung. Achso, ist auch auf 8, okay. So, jetzt haben wir hier halb offen. Gut, Leute, hoffe, euch hat es heute gefallen mit Let's Play Garry's Mod. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Boah, jetzt habe ich mir aber fast wieder einen Jumpscare gehabt. Doofes Flugzeug, ich hasse dich.